Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum nächsten Stadionvlog. Ihr seht gerade, nein, ich bin nicht im Sauerland, sondern gerade noch in Kaiserslautern, denn da war ich gerade zum Zweitligaspiel gegen Hertha BSC und jetzt mache ich mich am Samstagnachmittag auf Richtung Rostock. Es ist die längste Auswärtsreise für uns Schalker, denn morgen Mittag sind wir dort zu Gast um 13.30 Uhr und ich habe die ganze Reise noch mal länger gemacht, weil ich erst vom Sauerland hier nach Lautern gefahren bin. Hat es trotzdem gelohnt, den Stadionvlog habt ihr sicherlich mittlerweile auch hoffentlich alle gesehen und jetzt beginnt also die lange Reise Richtung Norden. Ich mache noch mal einen kurzen Zwischenstopp. Im Sauerland ist nur eine Viertelstunde länger ungefähr, also gar nicht mal so ein krasser Umweg, sammelt da nämlich noch meinen Vater ein und dann fahren wir gemeinsam Richtung Norden. Wir machen heute Abend noch einen Zwischenstopp an der Autobahn bei Hamburg, da schlafen wir und dann geht es morgen weiter Richtung Rostock und vielleicht noch mit einem kleinen Besuch an der Ostsee. Somit viel im Programm hier und heute für euch im Stadionvlog. Natürlich hoffe ich aus Schalker Sicht auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel und jetzt machen wir uns erstmal auf die lange Reise. Jetzt geht es also weiter Richtung Norden. Zwischenstopp machen wir hier und heute bei Hamburg in einem Hotel direkt an der Autobahn. Währenddessen schneide ich gerade den Stadionvlog von Lautern gegen Hertha. Deswegen kommt der mal ungewohnt etwas später als sonst und parallel läuft dann auch noch WDR 2 Bundesliga. Da liegt gerade der BVB gegen RB Leipzig zurück und noch eine rote Karte für Mats Hummels gab es auch noch. Und dann gucken wir mal, wie schnell ich bin beim Stadionvlog Lautern gegen Hertha. Ja, wir nehmen die ganze Geschichte. Wir haben jetzt 20 nach 7, brauchen ungefähr bis kurz vor 10, was das Auto angeht und den Stadionvlog, der sollte einen Ticken schneller früher fertig sein. Und damit ist der erste Stadionvlog von diesem Wochenende fertig. Und somit jetzt umso mehr Konzentration auf Rostock gegen Schalke. Ich bin zum ersten Mal überhaupt in Rostock vor Ort im Stadion. Das wird ein intensives Duell und deswegen freue ich mich schon sehr auf den morgigen Sonntag. Abendessen wollen wir auch noch und an der Autobahn gibt es wie so oft kaum andere Möglichkeiten als das goldene M. Aber schmeckt ja auch. Parallel auch mal ein bisschen Fußball gucken. Leipzig führt kurz vor Schluss gegen den BVB mit 2-1. Kann man mal machen. Schöner Cheeseburger, Curly Fries, Nuggets und Fußball. Gleich ist ja auch noch zweite Liga, Osnabrück gegen St. Pauli. Endspurt ist angesagt. Wir brauchen jetzt noch gute 90 Minuten bis zu unserem Hotel. Und dann ist Feierabend am heutigen ersten Tag von diesem kilometerreichen Wochenende. Kurz nach 10, wir haben unser Ziel erreicht, direkt an der A7. Gerade auch ordentliches Scheißwetter im hohen Norden, aber immerhin sind wir jetzt da. Und dann kann man sich endlich mal wieder ein bisschen entspannen. Nach insgesamt heute 10 Stunden Autofahren. Und jetzt geht's rein. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und da sind wir, in unserem kleinen, aber feinen Hotelzimmer. Erst einmal gehen wir hier ins Badezimmer, Toilette, blau-weißes Waschbecken, sehr gut, ist am Start und eine Dusche auch noch. Und dann haben wir hier einen großen Spiegel, wo wir hoffentlich einen jubelnden Schalker sehen werden, morgen. Und auch hier alles schön blau-weiß mit einem roten Sessel. Durchaus eng, ein relativ kleines Fenster mit Blick auf den Parkplatz. Für unsere Zwecke aber natürlich optimal, eben hier ganz angenehm direkt an der Autobahn zu schlafen. Sprich morgen früh kann es auch dann direkt und zügig weitergehen und ist ja auch hier eine wirklich moderne Ausstattung. Denn auf Google Maps selber gibt es das Hotel noch gar nicht. Da ist noch eine Ackerfläche hier, also dürfte noch nicht allzu alt sein. Und deswegen passt das auch. Ich zahle ca. 80 Euro für das Doppelzimmer. Ich glaube, da kann man auch nicht wirklich meckern. Morgen früh gibt es auch noch Frühstück inklusive. Das passt auf jeden Fall. Somit war es das von mir für hier und heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Moin!
aus dem Süden von Hamburg. Es ist kurz nach 7 morgens und Spieltag ist angesagt aus Schalker Sicht. Ich bin sehr gespannt, was heute passieren wird. Die Anspannung ist auch durchaus da, weil es eben ein intensives Abstiegskampfduell sein wird in der zweiten Bundesliga und parallel auch ein intensives Fanduell erwartet wird. Als Schalke hier zuletzt zu Gast war, vor gut 2 Jahren, gab es nämlich Ausschreitungen, es gab Schlägereien und deswegen wurde auch jedem Schalker empfohlen, ja nicht wirklich auch nach Rostock zu reisen. Also normalerweise ist es bei uns immer so, es gibt eine Auswärtsinfo vor dem Spiel und dann steht da auch von dem Fanbetreuer der Region ein paar Vorschläge drin. Das wäre bei Rostock sicherlich der Weihnachtsmarkt gewesen oder logischerweise auch ein Besuch an der Ostsee. Aber da wird wirklich betont, reist am besten gar nicht erst nach Rostock an, kommt nur zum Spiel, fahrt dann wieder nach Hause und gebt euch nicht als Schalker zu erkennen. Deswegen lasse ich heute es auch mal mit dem Besuch in der Rostocker Innenstadt. Würde zeitlich ohnehin nicht hinhauen, zur Ostsee will ich aber auf jeden Fall. Und ich werde mich heute auf jeden Fall unkenntlich machen und jetzt nicht irgendwie bekanntlich mit irgendwelchen Schalke-Logos auf meinen Klamotten rumlaufen. Ich will einfach nichts provozieren, ich habe keinen Bock, hier unnötig einen auf die Fresse zu kriegen. Ich habe Respekt vor jedem Rostocker, vor den Heimfans, gehört für mich auch immer als Auswärtsfan mit dazu. Ich sitze ja auch im neutralen Bereich, würde ich jetzt mal so sagen, neben dem Auswärtsblock, sprich, da will ich eh nochmal ein bisschen mehr aufpassen, was Schalke-Kleidung und sowas angeht. Und deswegen bin ich da in einer gewissen Art und Weise angespannt, weil auch mit einer Kamera ist es oftmals nicht ganz so einfach, wenn man dann sich selber filmt und irgendwie andere Leute das sehen. Deswegen heute ist ein bisschen Vorsicht geboten, aber trotzdem habe ich Bock. Ich bin zum ersten Mal im Ostseestadion überhaupt und es ist einfach ein krankes, intensives Zweitligaduell, was wir dort erwarten können. Es geht um sehr, sehr viel. Ich hoffe, wir können die ganz gute Leistung gegen Osnabrück bestätigen, aber es war halt auch nur Osnabrück, das ist gar nicht böse gemeint, aber es muss gegen Rostock viel, 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 viel mehr kommen und ich hoffe, dass die Mannschaft das auch verstanden hat, dass der Sieg richtig eingeordnet worden ist. Dann glaube ich schon, dass wir eine Chance haben. Wenn man aber wieder meint, es würde alles von alleine gehen, dann kannst du auch mal richtig schnell hier einen auf den Deckel kriegen. Ich bin gespannt. Somit haben wir jetzt also ein bisschen Zeitpuffer im Gepäck. Wir machen uns aber auch schon frühzeitig auf Richtung Ostsee, Richtung Rostock. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz beim Frühstücksbuffet vorbei. Ich denke mal, eine Kleinigkeit werden wir uns da auf jeden Fall nochmal gönnen. So sieht das dann hier aus, von der Einrichtung her, ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, und das ist meine kleine Ausbeute, reicht aber auf jeden Fall für heute Morgen. Also, jetzt ganz kurz mein kleines Frühstück frühstücken und dann machen wir uns auf die Reise Richtung Rostock. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, hatte ich fast vergessen, ein schöner Kakao. Der muss natürlich sein, wenn es den schon gibt. 8:30 in der Früh, Koffer sind gepackt und jetzt geht es endlich auf, endgültig Richtung Rostock. Und es geht doch noch nicht Richtung Rostock. Denn ich habe einfach meinen Pullover hier vergessen. Also ich hatte gerade schon ausgecheckt, stand am Auto und irgendwas fehlte. Und das war eine weitere Jacke, denn es wird kalt und einen dicken Schalke-Pullover zum Drunterziehen. Also den wird man nachher nicht sehen. Da ist zwar vorne ein Schalke-Logo drauf, aber wie gesagt, ich ziehe den wirklich nur drunter und den hätte ich einfach fast vergessen. Also wenn unsere Spieler heute auch so performen wie ich beim Kofferpacken, dann wird es schwierig, aber jetzt haben wir alles und jetzt sollte es hoffentlich auch alles funktionieren. Und jetzt können wir auch wirklich losfahren. Angekommen in Rostock um 11 Uhr morgens, also noch gute 2,5 Stunden bis zum Anpfiff. Und deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns hier mal ein bisschen umzuschauen. Wie gesagt, Innenstadt wird zeitlich nichts mehr, aber als Schalke auch nicht ganz so verkehrt. Aber dafür mal ein kurzer Blick zur Ostsee und darauf freue ich mich. Und da sehen wir schon die Ostsee an der Promenade von Warnemünde. Schnee und Sand. Eine sehr ungewöhnliche Kombi. Als Saarländer kennt man aktuell nur Schnee. Und jetzt auch mal wieder Sand unter den Füßen. Und da sind wir im hohen Norden an der Ostsee. Ja, ordentliche Brise hier. Aber geil. Auch mit dem Wetter haben wir heute Glück gehabt hier direkt an der Ostsee, denn während der Autofahrt von Hamburg hierhin hat es eigentlich komplett durchgeregnet, aber gerade ist es sogar trocken. Also gutes Timing für uns mit dem Besuch an der Ostsee. Wir haben jetzt auch gerade 11 Uhr und deswegen machen wir uns so langsam auch wieder zurück auf dem Weg Richtung Stadion. Kurzer Abstecher so mit hierhin, aber ich finde, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Meer immer wieder besonders, egal wo, ob Ost, Nordsee, oder Mittelmeer oder sonst was. Immer cool.
Und genau hier wage ich auch mal den ersten Blick auf das Sportliche. Wir sind ja aktuell Tabellen-16. Mit 16 Punkten. Rostock hat einen Punkt mehr als wir. Steht auch einen Tabellenplatz höher. Der KSC hat ja unentschieden gespielt, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja, gegen Hannover. Und Lautern wiederum hat gestern verloren. Also durchaus eng. Wir könnten mit einem Sieg heute auf Platz 13 springen. Und ich finde schon, dass das unser Anspruch sein muss. Aber ich kann echt nicht einschätzen, wie die Mannschaft das heute einschätzt. Also da muss was kommen, da muss für mich auch mehr kommen als gegen Osnabrück. Mein Bauchgefühl spricht sogar eher für Schalke. Ich hatte ja auch ein 2:2 getippt. Ich will ja natürlich gerne einen Auswärtssieg sehen, wenn ich schon mal hier oben bin. Und gegen Rostock selber gab es ja in der vergangenen Zweitligasaison zwei sehr intensive Spiele. Zu Hause haben wir ja mit 4:3 verloren. Da hat der Terodde dreifach getroffen und das war das letzte Spiel von Dimitrios Kramotsis. Danach begann die Serie unter Mike Büskens für den Aufstieg. Und in Rostock vor guten 2 Jahren, auch da Terodde, Doppelpack, also der kann es richtig gut. Gegen die Rostocker haben wir 2:1 gewonnen. Torvorlagen, Ovejan, Aydin. Mal gucken, wie es heute ablaufen wird. Ich hoffe echt auf einen Auswärtssieg. Ich traue es der Mannschaft zu, aber dafür muss vor allen Dingen auch die Einstellung stimmen, die Idee stimmen, wie man Fußball spielen will. Und dann hoffe ich, dass wir hier und heute 3 Punkte mitnehmen. Mein Vater hat mich jetzt aus dem Auto rausgeschmissen, hat mich rausgelassen. Für ihn geht es jetzt in die Innenstadt. Ja, klingt nach einem entspannten Programm. Für mich auf Richtung Stadion und ich fühle mich irgendwie schon ein bisschen unwohl. Also der Respekt ist schon groß vor der Veranstaltung hier, muss ich sagen, auch weil ich allein unterwegs bin. Aber soll schon werden. Und hier geht es jetzt entlang Richtung Ostseestadion. Und da kommen wir der ganzen Sache doch näher. Da ist bereits das Ostseestadion mit den 4 auffälligen Flutlichtmasten. Ja, wir sind fast schon da. Und da ist das Ostseestadion von Hansa Rostock. Hier draußen auf jeden Fall gute Stimmung, gut was los auch schon. 1,5 Stunden vor Anpfiff. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein. Drin im Stadion ohne große Probleme, aber mit einem kleinen Schockmoment. Ich musste nämlich meine Jacke aufmachen bei der Kontrolle. Hätte ich auch vorher drüber nachdenken können. Und da war halt ein Schalke-Logo zu sehen. Aber kein Problem. Also drin sind wir und jetzt kann so langsam auch endlich losgehen. Und so sieht es hier also aus. Die Treppenaufgänge finde ich irgendwie ganz cool. Und hier drunter, ja, ist halt nichts. Da oben geht es dann zu unseren Plätzen. Hier draußen gibt es dann auch schon die ersten Wagen mit Fanshop, ich denke mal Wurst, Bier. Aber da oben auch noch die typischen Kioske zum ersten Mal hier und ich finde es irgendwie ganz cool. Da hinten ist der Auswärtsblock hinter dem Tor, also ordentlich abgeriegelt heute, aber sicherlich auch besser so. Denn wie gesagt, zwischen Rostock und Schalke gab es ordentlich Krawalle zuletzt, deswegen logisch, dass die auf jeden Fall ordentlich Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Auch auf der Autobahn hierher war an jedem Rastplatz schon sehr viel Polizei. Ich habe auch einen Schalker Bus aus Gelsenkirchen gesehen, der wurde von Polizei eskortiert bereits auf der Autobahn, also schon ordentlich heute. Ansonsten alles noch sehr entspannt, sind aber natürlich auch früh dran, aber angenehm. Und hier geht es jetzt hoch in meinem Block. Ich bin nämlich in 17a, sprich im Oberrang. Aber sicherlich auch dadurch ganz cool zum Film. Und hier haben wir die ganze Geschichte nochmal von oben. Sehr viel Polizei vor Ort. Da haben wir die TV-Wagen und da kommt der ganze Schalke-Tross. Und jetzt geht's rein ins Ostseestadion. Erster Blick zum ersten Mal hier. Sehr cool. Und wir sind angekommen. Auf unserem Platz. Sehr gute Sicht. Da unten ist Skyford mit Matuschka. Da ist Hansas Fankurve und hier füllt sich der Auswärtsblock. Ganz somit langsam losgehen. Denn wir haben hier auch direkt die Treppe dran. Und dann der Blick. Der ist natürlich top. Ja, und da sehe ich doch heute Simon Terodde im Torschuss. Bin nochmal kurz rausgegangen, ein bisschen frische Luft reinholen und dann auch nochmal eine Bratwurst mit dabei. Kostet hier in Rostock 4 Euro. Die ist echt gut, die Bratwurst. Die ist sehr gut. Jetzt haben wir hier nochmal ein schönes Bier am Start. 1,5 Liter hier von Lübzer heißt die Brauerei. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kostet 5 Euro. Oh, sieht ganz gut aus. Stadionbier, immer was Feines. Auch hier im hohen Norden. Ich bin nochmal gespannt, ob ich überhaupt irgendwelche Schalker hier im neutralen Block erkennen werde. Es sind sicherlich ein paar da, aber auch nicht allzu viele. Ein paar sind sicherlich da, aber ich denke mal, auch die werden so machen wie ich, relativ unkenntlich und bloß nicht auffallen. Thank you.
Aktivität kann fortgesetzt werden. Mann, Mann, Mann. Und dann gibt es in der 38. Minute weiter. Wir appellieren noch einmal an den gesunden Menschenverstand. Intensiv warm gemacht, wird weit reinkommen. Ja, weil ich sehe Matriciani auch nicht mehr. Thank you.
schnell zurück zum Auto. Feierabend in Rostock. Ich habe es rausgeschafft aus dem Stadion und es war somit mal ein etwas anderer Stadionvlog. Denn kurz vor dem Spiel stand ich da mit einem Schalker Kollegen, den ich getroffen hatte, ein Zuschauer von mir. Grüße gehen da nochmal raus. Sehr nett. Kamen drei Rostocker auf mich zu. Drei ältere Herren waren es auch. Und der eine hat sehr kritisch geguckt. Der andere hat so ein bisschen in der Art und Weise zu mir gesagt, ja, du wirst hier beobachtet, lass das Film lieber sein und sowas. War ja an sich ein netter Hinweis, verpackt aber natürlich auch in einer gewissen Drohung von anderer Seite. Und deswegen war ich da heute sehr vorsichtig. Ich habe deswegen auch mich nicht während des Spiels gefilmt oder andere Leute, sondern nur das Spielfeld. Da kann ja wohl keiner meckern. Und wenn, ja gut, dann ist es halt so. Und somit war das mal ein bisschen anders. Aber Hauptsache, die zwei Tore habe ich auf Kamera und wir haben das Ding hier und heute gezogen. Ich habe mich auf jeden Fall noch nie so unwohl gefühlt in einem Stadion. Es waren aber auch da, wo ich saß, ein paar Schalker da. Also es haben einige oder zumindest 5, 6 Leute zu mir auch Glück aufgesagt, die natürlich keine Schalke-Kleidung anhatten. Ich habe auch einige Rostocker getroffen, die mich erkannt haben und auch wirklich freundlich waren. Also dumme Idioten hat jeder Verein. Und ich denke mal, das hat man auch aufgrund der ganzen Randale im Spiel gesehen. Und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt noch außerhalb des Stadions so abgehen wird. Ich bin auf jeden Fall jetzt so langsam raus aus Rostock und wir haben gewonnen. Und das ist dann auch am Ende das, was zählt. Ich durfte mich im Stadion nicht freuen, da war ich wirklich sehr vorsichtig. Ich habe mich im Stillen aber sehr gefreut, als die beiden Tore gefallen sind. Ich weiß gar nicht, wer das erste gemacht hat. Ich glaube, es war Idrissi, das zweite Karaman auf jeden Fall. Und wir haben drei ganz, ganz wichtige Punkte. Auch das war kein Hochglanzsieg, aber es war ein Sieg. Und das ist wirklich das Einzige, was in diesem intensiven Duell gezählt hat. Und alles andere ist mir jetzt auf jeden Fall scheißegal. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Vlog in die Kommentare. Wie gesagt, war ein bisschen anders. Ich war aber auch sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Ich wollte nichts unnötig provozieren. Weil wenn einem dann wirklich so wörtlich gesagt wird, man soll ein bisschen aufpassen, man wird beobachtet, ja, ist das halt ein bisschen heikel. Nächste Woche haben wir wieder ein Heimspiel. Da fühlt man sich natürlich deutlich wohler. Wir empfangen Greuther Fürth und da müssen wir weitermachen. Da muss, glaube ich, auf jeden Fall nochmal deutlich mehr her. Für hier und heute passt das. Wir haben 3 Punkte im Sack. Alles andere ist jetzt erstmal scheißegal. Also, eure Meinung zum Spiel und zum Vlog mal gerne in die Kommentare. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. As long as you tell me that we ain't running out of time.